Hallo, liebe Deutschlernende. Heute ist wieder ein sehr schöner Tag in Berlin. Es ist sehr sonnig. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch sehr schön. Heute möchte ich mit euch darüber reden, dass wir sehr beeinflussen können, wie wir uns fühlen. Ja? Also bei mir ist es so, dass ich morgens aufstehe, ich mache meine Morgenroutine und ich habe bestimmte Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Es gibt bestimmte Dinge, die ich erledigen möchte. Und dann arbeite ich gemäß meinem Terminplaner, also ich arbeite nach, ich folge meinem Plan, ja, ich folge meinem Kalender und ja, im Kalender steht 8 Uhr bis 9.30 Uhr arbeiten. 9.30 Uhr bis 10 Uhr Italienisch lernen. 10 Uhr bis 11.30 Uhr arbeiten und so weiter und so weiter. Und wie ich mich fühle am Ende des Tages, hängt davon ab, wie viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, ich tatsächlich auch gemacht habe. Ja? Oft passiert es, dass ich mich verzettele. Ich verzettel mich, ja. Also ein Zettel ist ein Stück Papier und wenn man sich verzettelt, dann heißt das, dass man nicht sehr organisiert ist. Ja? Also ich verzettel mich manchmal und dann mache ich eine Sache länger, als ich eigentlich sollte und dann verschiebt sich alles nach hinten. Ja? Dann habe ich weniger Zeit für all die anderen Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und dann fühle ich mich am Ende des Tages nicht mehr so gut. Ja? Und ich finde es echt interessant, dass je nachdem, wie viel ich mache, das entscheidet, wie ich mich fühle. Und ich habe das letztens auch in einem Buch gelesen. Das ist wirklich so, dass wir uns praktisch belohnen können oder wir können praktisch das erzeugen, dass wir uns jeden Tag besser fühlen und jeden Tag auch mehr Energie haben und mehr Selbstbewusstsein, indem wir uns hohe Ziele setzen und diese dann auch erreichen. Ja? Also wenn ich mir hohe Ziele setze und diese erreiche, dann bekomme ich all die Endorphine. Ja? Ich fühle mich sehr, sehr gut, weil ich mir denke, hey, ich hab's wieder geschafft. Ja? Und das ist echt toll. Und ja, wir können praktisch uns selber natürliche Drogen geben, in einem gewissen Sinne. Ja? Und das ist das Problem. Ich glaube, oft versuchen wir uns diese Glücksgefühle anders zu geben. Ja, indem wir, weiß nicht, ganz viel Schokolade essen, ganz viele Süßigkeiten oder indem wir alle möglichen anderen Strategien wählen, indem wir prokrastinieren, indem wir Dinge machen, die vielleicht im Moment Spaß machen, aber langfristig nicht sehr produktiv sind. Ja? Aber wenn wir langfristig denken, dann können wir auch, also es ist nicht, der Punkt ist, es ist nicht die Wahl zwischen glücklich sein oder ein Arbeitstier, ja, glücklich sein oder jemand, der halt sehr diszipliniert arbeitet und keinen Spaß im Leben hat. Nein, es ist keine, man muss nicht wählen. Ja, man kann auch sehr produktiv sein, dann bekommt man die Endorphine und dann hat man auch ein glückliches Leben. Ne? Ich hoffe, dieses Video war inspirierend für dich.
Abonniere für mehr Videos wie diesen und auch mehr Videos mit Untertiteln und Bildern und all sowas. Von diesen Videos werden auch noch ganz viele kommen, nicht jeden Tag, aber im Moment mindestens 3 pro Woche und die Zahl steigt und steigt und steigt. Irgendwann werde ich jeden Tag euch ein Video geben mit Untertiteln und Bildern und all sowas. Ja, genau. Aber jetzt kommt ihr noch ab und zu eine Herausforderung mit diesen Vlogs, könnte man sagen. Okay, das war's für heute und wir sehen uns morgen. Tschüss.